Ah, scheiße. Oh, ich kann durch. ISO-Datenbank scannen, Erkenntnis des Hüters freischalten. Hier ist ein Gegner drin und was? Okay. Bronzekrüge. Bronze. Lalalalalalala. Wird es hier eigentlich bewacht? Hey, ich bin nur auf der Durchreise, ne? Ja, ich schau woanders hin, ja, ich fühle mich beobachtet. Ich verstecke Oh, mich. scheiße. Kann ich das scannen, ohne dass du mich siehst? Wobei, ich könnte es ja auch kurz und schmerzlos machen, ne? Oh. Na gut. Leider war der eine nicht nah genug. Oh, ich muss mich da vorstellen, habe ich ganz vergessen. Weißt du, ich scanne den Scheiß, während. Oh, da ist ja auch ein Haufen Zeug. Ruhig bleiben, ja? Locker sehen. Seht ihr es ein wenig lockerer? Ihr seid immer so unentspannt. Auch verstehe ich trotzdem immer noch nicht, warum die mir eigentlich ständig auf den Sack gehen wollen. Ich meine, ich bin da irgendwas mit D. Aus dem Solardynamik Observatorium von Atlantis. Zyklus 40.238. Ungewöhnliche. Ist da wer? Nee. Ja, hör auf, mir auf den Sack zu gehen. Aktivität in der Photosphäre der Sonne. Zyklus 41.267. Plötzliches Erscheinen kleiner dunkler Flecken auf der Sonnenoberfläche. Ich glaube, das ist das, was in den ersten drei Assassin's Creed, also in den ersten 1, 2 und 3, neben diesen Zusatzdingern vom 2er. 42.149. Sonnenflecken haben an Größe zugenommen, bewegen sich aufeinander zu. 43.331. Prognosen des Entwicklungsverlaufs der Sonnenflecken weisen auf bevorstehende Clusterbildung hin. Zyklus 44.160. Nähe magnetisch aufgeladene Sonnenflecken wird innerhalb der nächsten 300 bis 500 Zyklen zu koronalen Bögen, Rekonnexionsereignissen und Sonneneruptionen führen. Ah, scheiße. Ach ja. Was das? Ernsthaft? Du weißt schon, dass du einen Bogen in der Hand hattest. Es bringt halt viel mehr zu sagen, deine Klinge macht dir ein kurzes Ende, wenn du keinen Bogen in der Hand hast. Also Tipps fürs nächste Leben, ne? Weil das hast du verwirkt. Und hier mit dem Rücken zu mir zu stehen, macht die Sache nicht geiler, ist das da. Weißt du, du sollst diesen Scheißort bewachen. Und dann stehst du da. Oh, und überlebst es auch noch. Tja, dann halt so. Lustig. So, jetzt ist bloß die Frage, wo ist der Adamantbahn? Ich meine, die blöde Assassinenwaffe würde ich schon gern haben. Okay, wahrscheinlich einfach da hinten. Ja, so schaut es danach auch aus. Und Dankeschön. Erkenntnis des Titanen. Warte, der steht jetzt anders da drin, ne? Das gefällt mir überhaupt nicht.
Wie er halt seine Posen ändert. Jetzt würde ich bloß gerne wissen, ändert er die regelmäßig? Kann ich da zuschauen, wenn er das macht? Und wie schaut das aus? Wobei das am Ende keine Rolle spielt, wenn sie einfach verrecken. Lalalala. Warte mal, Ikarus ist der auf 12 mit seinen Fähigkeiten? Ne, Ikarus Auge geht nur bis 3. Weil da oben rechts, unten drunter ist eine 12. Okay, wir haben jetzt den Scheiß. Wir sind jetzt über Stufe 1. Und wir haben hier den Typen, der irgendwas, irgendein Problemchen mit Rebellen hat. Hallo, gib Gas. Jetzt. Ich sehe irgendwie gar nichts. Das ist lauter Delfine. Wer zerstört denn seine Stadt 44.000 Mal? Sei doch schon kranker Bastard einfach. Das ist die Frage, wie viel, auch wieder eine Frage, wie viele Städte. Wir lassen das mal so stehen, dass hier einfach ein Boot aus der Luft spawnt. Ich meine, wir sind hier in Atlantis. Wir können auch mal Boote aus der Luft spawnen. Das muss schon fairer sein. Warum die vielen Wachen? Weil es mir Spaß macht, viele Wachen zu killen. Oh oh. Ah, oh, scheiße, ich sehe jetzt schon, dass er ein Wichser ist. Es ist ein Arschloch. Lasst ihn durch. Nett? Ampheres, so behandelst du Menschen? Nun weiß ich, warum du so viele Wachen brauchst. Das sind keine Menschen, sondern Tiere. Und Tiere gehören in Käfige. Tote Menschen überall. Eine misshandelte Leiche zu deinen Füßen. Das einzige Tier, das ich sehe, bist du. Ein Mensch tat mir das an. Man wollte mich im Schlaf töten. Aber ich habe überlebt. Meine Tochter wurde wie ein Tier hingerichtet. Menschen handeln ohne Logik und Verstand. Ob gut oder schlecht, ihr Überlebenswille treibt sie an. Ein Wesenszug, den wir für Effizienz hinzugefügt haben. Nun wird er zur Flamme des Aufstands. Du hast eine Rebellion im Elysion angeführt. Du verstehst mich sicher. Wenn wir nicht handeln, wird die Stadt brennen und viel mehr Opfer fordern. Ich sehe keine Armee, die Poseidon angreift. Der Mensch hier sagte, sie planen einen Angriff. Jemand muss den Widerstand zerschlagen, bevor das passiert. Das ist keine leichte Aufgabe. Egal, was du denkst, nicht alle Menschen sind eine Gefahr. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Aber du bist die Castes. Nur du kannst den richtigen Weg wählen. Mehr zu töten macht die Sache nur schlimmer. Aber ohne Vorräte und Waffen können sie keinen Widerstand leisten. Ich bewundere deinen Optimismus, aber ich fürchte, das reicht nicht. Allerdings ist es deine Entscheidung. Überlass das mir. Ich werde ihnen eine Lektion erteilen. Nun gut. Du findest die verräterischen Menschen bei einem verlassenen Hof. Komm zurück, wenn es erledigt ist. Nicht so geil. Wie wär's, wenn er mir die Quest anzeigt? Warte mal, ich hatte sie. Aha, da war sie doch auf der Karte. Verfolgen. Ja, wenn die doch wissen, wo die sind, warum machen sie sie dann einfach platt? Auf den Stand der Menschen niederschlagen. Immer diese. Sind das da Menschen?
Sind das nicht Isu? Oder wie haben die Typen geheißen? Alter. Ja, nein, die sind noch weiter hinten. Nee, doch, das ist schon das. Ein Vorrat, zwei, drei, vier. Da. Okay. Lal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 
Warte mal, was sind da für Bilder? The Shadow Kill. Okay. Quatsimoto. Quatsimoto, Alter. Okay. Okay, das akzeptieren wir mal so. Trend der Deugs. Ich weiß immer gar nicht, wie die auf diese verdammten Namen kommen, ey. Defran 87. Ich meine, heißen die so? Nochmal Defran 87. Xesea. Ich meine, ich kenne mich natürlich mit der ganzen Sprache nicht aus. Mr. Pipin, siehst du, das kann ich nur nachvollziehen. Luca Salzola. Das hört sich auch irgendwie wie ein Name an. Raroxy. Raroxy. Luca Salzola. Buttery Bunghole. Der soll einfach nur witzig sein. Den kann ich auch nur nachvollziehen. Gwenderl. Kann ich jetzt nicht. Lukas als. Ja, Lukas, Alter, hör mal auf, hier über Bilder zu machen. Link D48. Geht halt auch noch. Das D48 ist vielleicht Deutschland und 48 Jahre alt. Da hinten. Welp im Dief? Oder Welp im Dief? Wo gehen wir denn jetzt hin? Jetzt müssen wir eigentlich da rüber, ne? Hier sollte Anders Basti irgendwo sein. Aber wir hatten jetzt doch... Ach so, Doma des Autokton. Doma des Ampheres. Wo ist der letzte? Ja, der ist aber im östlichen Teil des Porimus-Rings. Berüchtigten Archonten von Atlantis. Süden des Doma des Elisabs Powers oder was weiß ich, wie der Scheiß wieder ausgesprochen wird. Was ist das da? Euermon. Doma des Mnesnas. Amphaeres. Doma des Atlas. Was soll das irgendwie heißen? Domäne oder was? Was ist das schon wieder? Zept der Nile. Sind das neue Bilder? Natum. Demons May Cry. Kann man auch machen, statt Devil May Cry. Es wird entweder hier sein oder hier sein. Ja, irgendwie so. Pauken wir uns nochmal dann rüber und latschen. Latschen mal rum. Wobei, jetzt will ich dann aber dann mal aufhören. Ich muss was anderes aufnehmen. Ich bin schon müde. Die letzte große Stadt der Isu. Atlantis war das gemeinsame Werk des Genies der Isu und des Stärken der Menschen. Na fuck, ich hab zu spät das Lesen angefangen. Shit. Ja, dann hätte ich auch gesagt, die Stelle können wir mal so lassen. Ich meine, wir haben jetzt einiges von Atlantis gesehen, auch was die für Problemchen haben. Problemchen, in Anführungszeichen. Was ist da hinten? Ist das Gift? Ah ne, ist da hinten auch so. Das wird wahrscheinlich alles ein bisschen ausgeblendet, ne? Aber warum wird das da hinten ausgeblendet? Warte mal. Warum ist das so? Das stört mich jetzt. Ist das wirklich nur eine optische Täuschung? Oder... wie sagt man? Um Speicher zu sparen, indem man die unteren Etagen ausblendet? Ist halt echt so, ne? Nein, da ist so ein Schleier drüber. Aber warum? Garten der Bentisekime. Alter Jungs, denkt euch mal andere Namen aus. Ey, die kann man ja kaum aussprechen. Hallo? Jetzt ist es scheinbar einfach bloß so ein Leuchteffekt, ne? Wenn das alles grün ist. Warte mal, ist das eigentlich wieder ein gegnerisches Gebiet? Weil hier sind Wachen. Und da hinten ist was zum Mitnehmen. Also halt zum Lesen.
Naja, natürlich von der anderen Seite. Gedanken des Neokles. Neokles persönliches Tagebuch. In seiner ursprünglichen Form sollte hier ein Zufluchtsort für Wölfe entstehen. Doch wer so vieles weckte, sie Furcht in den Herzen der Menschen, also verbannte Poseidon sie aus der Stadt. Okay, also haben die Wölfe erfunden, oder was? Ja, was erfinden wir denn heute mal? Machen wir einen Wolf draus. Wie schaut's mit Bären aus? Bären wären auch cool. Und wie schaut's mit Mutanten aus der dritten Dimension aus? Nee, die lassen wir mal weg. Ist auf der anderen Seite auch noch was? Nee. Wenn ich den Mist brauchen würde, dann würde ich es wahrscheinlich nicht mal lesen. Wobei ich ja schon storybezogen bin, also es ist schön mal mehr zu erfahren. Okay, hier ist scheinbar dann auch nicht mehr Wissen. Und mit dem Ding, dass hier halt diese Viecher einfach rumlaufen. Horus Sammlung. Was hat jetzt plötzlich Horus damit zu tun, das ägyptische Gott? Da hinten? Scheiße, jetzt kann ich wieder nicht aufhören, Alter. Es sind zu viele fucking Orte in der riesigen Stadt. Und ich pack's immer noch nicht, dass diese Viecher rumlaufen. Kann ich die eigentlich killen, ohne dass mir einer auf den Sack geht? Ist das mal mit Horus Sammlung? Ne, ist bloß so ein Durchgang. Na gut, aber jetzt an der Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Assassin's Creed Odyssey. Wir nähern uns dann, denke ich mal, auch langsam dem Ende von Assassin's Creed. Ich bin immer noch, ich habe ja eigentlich mal gesagt gehabt, ich will dann doch noch das Vermächtnis der ersten Klinge machen. Dann schwanke ich immer wieder mal zwischen ja, nein. Mal schauen, vielleicht machen wir es, vielleicht auch nicht. Ich würde es auf jeden Fall erstmal dann das abschließen und dann mal gucken. Da tun wir mal gucken, ne? Bischi gucken. Oh, ich frage mich nicht, warum ich den Scheiß immer dran habe, Alter. So redet der eine in der Arbeit immer. Ja, jetzt. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und Servus.